Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Overlord. Ja, wir sind das letzte Mal hier im Turm stehen geblieben. Und wir hatten im Dunkelwald alle Wurzeln zerstört. Und können somit jetzt Oberon angreifen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das können. Deshalb, ja, fangen wir jetzt hier wieder an. Im Sumpf. Und ich nehme mal wieder meine gewohnte Combo mit. 5. Er hat mich lange genug auf hier von 10. Süßer. Jetzt will ich echtes Elfenblut sehen. 10. Und hier von 5. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal wieder dahin, wo Oberon ja die ganze Zeit gefangen war. Und machen wir ihn einfach mal kalt. Und mal schauen, was die Schlacht bringt. Einmal verließ ich mein Volk und meinen Wald und ich wurde dafür bestraft. Ich tue das nicht noch einmal. Anders so! Oh, okay. Vorsicht, Vorsicht. Ich denke mal, ich muss ihn einfach direkt angreifen, oder? Ja. Bohren sich in mein Gehirn. Ich kann nichts dagegen tun. Sie kommen. Sie kommen. Okay. Was auch immer mit ihm abgeht. Ah, da kommen wieder diese blöden Frösche. Mit denen haben wir ja schon im letzten Part Bekanntschaft gemacht, aber diesmal haben wir natürlich hier noch mehr Schergen dabei. Und nicht nur die blauen. So, haben wir jetzt alle? Ne, irgendwie nicht, aber egal. Wir machen weiter. Wir machen erstmal die Frösche hier kalt. Ist ja kein Problem für uns. So, und jetzt könnt ihr wieder Oberon angreifen. Alle rauf da. Vorsicht, immer Vorsicht hier mit diesen Wurzeln, die aus dem Boden kommen. Muss ich immer so ein bisschen in Bewegung bleiben. Und was kommt jetzt? Ah, jetzt kommen Einhörner. Schicken wir doch mal wieder alle unsere Schergen auf 1 erstmal am Anfang. Ah. So. Und Vorsicht, Vorsicht. Oh, das war böse. Und hier die blauen. Wir müssen uns mal die roten wiederbeleben, schnell. Okay, dankeschön. So, ein paar Schergen haben wir verloren. Oh, das war knapp. Mal schön in Bewegung bleiben und die Schergen wieder auf Oberon hetzen. Da, hier die Rattenmenschen. Wieso treffe ich den schon wieder nicht? Okay. Oh, da liegen wieder ein paar. Und wir haben ja wieder ein paar Trolle gekriegt. Weg, 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 weg. Okay, es hat keinen erwischt. Alle rauf. Und da hinten kommt noch so eine Riesenratte. Los, alle zurück. So. Oh, da ist noch ein Troll und noch eine Riesenratte. Müssen wir jetzt aufpassen. Ich schnapp mir erstmal den hier. Der steht hier noch so schön alleine. Und hier die blauen. Ah, Mist. Kam ein bisschen zu spät. Okay. Aber wir haben erst 5 Schergen verloren. Damit lässt sich's eigentlich leben. Oh, alle weg, alle weg. Und wieder alle rauf. Also inzwischen haben wir es ganz gut drauf, dass wir da keine allzu großen Verluste mehr erleiden. Und die blauen können wir hier die wiederbeleben. Ah, und der eine blaue muss ich da unbedingt anlegen. Komm mal wieder zurück. Alle zurück, alle zurück. Oh, den blauen zerlegt's jetzt. Ja, das habe ich kommen sehen. Ah, alle rauf. Ich sammle die Lebensenergie in der Zeit ein.
Und der letzte große Gegner ist gefallen. Da schicken wir ihn wieder alle auf Oberon rauf. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt gleich mal haben. Allzu viel dürfte er nicht mehr aushalten. Genau. Das sieht auch sehr gut aus. Und den Gefallen tun wir ihm doch gerne. So, mach's gut, Alter. War schön, dich kennengelernt zu haben. Gut, ihr habt Oberon grünen Schleier in einem immerwährenden Schlaf versetzt. Ja, ich bin stolz auf mich. Und die Elfen sind sicherlich auch stolz auf uns. Und, was haben wir denn hier? 5 Schergen mal ran. Ein neuer Schildzauber, yay. Und da die eine Wurzel hier oben jetzt auch weg ist, können wir hier nochmal die Truhe öffnen. Da konnten wir ja vorher noch nicht ran. Und, ah, hier sind noch ein paar andere Truhen, mach die auch nochmal auf. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in den Hain, den wir letztes Mal entdeckt haben. Und hier hinter Oberon ist jetzt ja auch noch wieder eine Höhle, beziehungsweise es geht da noch weiter. Funktioniert wie der normale Schild, Lord, nur dass er ein wenig aufgeladen ist. Er lähmt eure Gegner, sodass ihr Zeit habt, auf sie einzuprügeln. So. Und ja, wir haben jetzt gerade einen neuen Zauberspruch bekommen, wie ihr gehört habt. Wir schicken jetzt erstmal alle unsere Schergen wieder weg. Denn wir wollten jetzt an diesen Hain gehen. Und da können wir ja leider unsere Schergen nicht mit rübernehmen. So, alle rein da. Was haben wir denn jetzt noch? Ach, kommt mal alle zurück, bitte. Hallo. So, der Braune. Geht da bitte rein. Sag mal. Geht doch. So, die Roten. Kommt her. Alle rein da. Hallo, auch du. Kannst du mal hören? So. Rein. Und... Ach, blaue kann ich ja eigentlich mal 5 Stück schon mal mitnehmen. So. Haben wir 5 blaue und ich passe mal ein bisschen auf, dass ich jetzt hier nicht wieder von diesen blöden Fröschen mir die Schergen klauen lasse. Und dann schauen wir mal, was da hinten beim Hain noch so gibt. Es gab ja diese Lebensenergie, die haben wir schon gesehen. Und die können wir uns auch eigentlich mal holen. Wartet mal eben hier. Da hinten geht's ja nicht mehr weiter, oder? Nee. So, dann nehmen wir nochmal 5 rote mit. Boah. Ey, nicht schon wieder. So. Boah, Frösche sind echt recht gemein, weil die die Schergen einfach gleich so aufessen können. Und da liegt Gold. Und hier war doch irgendwo noch ein Nest. Genau, hier. Dann nehmen wir einfach mal wieder 10 Stück mit. So. Und hier sind ein paar Käfer. Ich muss jetzt allerdings aufpassen. Kann ich hier nirgends die Grünen beschwören? Doch, da unten. Und ich laufe einfach mal runter. So. Holen wir mal unsere ganze Armee hierher. Und greifen mal hier die dicken Käfer an. Gibt es wieder ein bisschen Lebensenergie für uns. Genau. Und ich werde den grünen Schergen mal eben sagen, dass sie hier die Pflanzen wegmachen sollen. Dann können wir nächstes Mal hier ein bisschen abkürzen, hier rüber gehen. Und ist jetzt einer abgesoffen? Nee. Okay. Okay. So, alle rauf wieder. Ich habe jetzt erstmal nur die grünen angewählt, weil... Oh. Jetzt muss ich aufpassen und mit den blauen hier wiederbeleben. Ihr sollt wiederbeleben, Jungs. Oh, jetzt habe ich... Na. Okay, so, nochmal auswählen die grünen.
Und hier die ganzen Truhen etc. Ja, es gibt wieder gut Gold. Und da oben sind auch noch diese Blumen, aber da müssen wir eigentlich eh nicht hin. Ich hole in der Zeit nochmal kurz hier einen grünen. Und einen blauen muss ich auch noch holen. Weil uns der eine da gerade wieder abgesoffen war. So. Okay, gehen wir weiter. Haben jetzt ja unsere ganze Armee von 30 Schergen. Sind alle da? Ja. Und wir gehen jetzt in den Hain, den wir letztes Mal gefunden hatten. Und schauen wir mal, was wir da noch so tun können. So, wir haben hier wieder ein paar Einhörner. Und das sind auch böse Einhörner. Das heißt, die werden wir gleich mal wieder angreifen. Oh, ach, Herr Jemine. Oh mein Gott. Ja, ich frage mich auch gerade, was ich getan habe. Das war auf jeden Fall nicht so geplant. Ja, meine roten Schergen, die haben ja den ganzen Hain angezündet. Und alles ist verbrannt. Oh Mist. Ja, Komfort. Kann man nicht ändern. Herrlich. Und wir klauen den Lebenszauber natürlich trotzdem. Und ach, wir schicken einfach mal alle ran, dann sind sie zu fünf dran, dann geht's schneller. Und ich gehe in der Zeit mal hier runter und guck, was hier noch so los ist. Sind noch ein paar Käfer. Da ist ein blaues Schergennest. Und gibt's hier noch irgendwas? Ich nehme einfach mal 5 Stück mit. Hier gibt es aber scheinbar nur blaue Lebensenergie, oder? Oh. Ah, kommt. Egal. Die sind mir jetzt leider zu schwach. Und irgendwo verrecken jetzt gerade meine roten Schergen. Okay. Wo sind die denn jetzt? Da kommt er. Ja, sorry und so. War ja nicht geplant. Ist natürlich ärgerlich gewesen. Und die sind mir jetzt hier... Ach nee, die sind jetzt echt abgesoffen hier, weil sie das Item darüber tragen wollten. So, ich schicke die Blauen da drüben ran. Die können ja hier durch das Wasser latschen. Und das Item abladen. Genau. So, ich werde mich... Ah, wir haben wieder Gesundheit gekriegt. Wussten wir ja schon. Ich gehe in den Turm und werde hier speichern. Und beim nächsten Mal werden wir dann, ja, in diese Höhle gehen, die jetzt hinter Oberon war. Und mal schauen, was dahinter so noch los ist. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.